Das Infoforum Freies Unternehmertum hat Nationalratskandidaten aus der eigenen Reihe zu einem Podium eingeladen. Unter der Leitung von Jérôme Martinou von der Neuen Luzerner Zeitung ist unter anderem über den Frankenkurs, den Gotthardtunnel und den Tiefbahnhof Luzern diskutiert worden. Die interessanteste Frage ist aber gesehen, wie die Nationalratskandidaten auf die neue Volksinitiative reagieren, die der letztjährige Volksentscheid über die Masseneinwanderung wieder aufheben will. Ich finde es auch sehr früh, weil der Bundesrat ist daran, jetzt das ausarbeitet. Die Gespräche finden statt mit der EU. Bei den Meinungen sollte man dort mal zuerst abwarten und das Gespräch schauen. Wenn das aber jetzt rechtzeitig früher kommt und dementsprechend das Volk dann nochmal das ablehnt und auf der anderen Seite geht, weiss ich nicht, ob sie sich am Schluss einen Gefallen gemacht haben. Aber legitim ist es selbstverständlich. Ich hätte jetzt mal abgewartet, was der Bundesrat und was die EU miteinander da erarbeitet. Und dann kommt es ja früher oder später kommt es bei uns ins Parlament. Wir gehen auch wieder drüber. Und dann könnte man ja noch mal das Referendum ergreifen von der linken Seite, wenn man nicht einverstanden ist. Also kommt es früher oder später so oder so noch mal vor das Volk. Also manchmal muss ich schon sagen, macht man schon Panik und Angst, bevor eigentlich das erledigt ist. Unsere Prozesse gehen leider ein bisschen länger als immer ein Unternehmen. Aber wir haben verschiedene Prozesse, wo man die Möglichkeit hat. Und von dort her gesehen, ich weiß nicht, ob es dann am Schluss das eigene Goal ist. Also ich werde einfach entgegnen, wenn man jetzt sagt, es kommen noch mehr in die Schweiz, weder vorher. Also jemand, gibt ja die, jemand stellt die Leute an und jemand gibt denen Arbeit. Die kommen nicht einfach wegen lustig und sind ein bisschen da und bleiben bei uns. Also solange wir halt Arbeitsplätze haben und solange wir Fachkräfte brauchen und wir die Fachkräfte selber nicht bringen können und nicht genug Leute haben, für die Stellen zu besetzen, dann müssen wir einfach bei uns zuerst über die Bücher und dort etwas machen. Und die Fachkräfteinitiative, die der Bundesrat lanciert hat, ist ein Teil, das gehört für mich zu der Masseneinwanderung dazu. Und ich denke, das greift dann auch mit der Zeit. Das ist natürlich auch etwas, das nicht einfach von heute auf morgen schon greift, dass jetzt alle Frauen, die mehr berufstätig sind oder sicher berufstätig sind, und dann könnten gewisse Fachkräfte abdecken, die man heute halt im Ausland noch soll. Ja, wir haben ja jetzt, die Abstimmung war ja das letzte Jahr im Februar gewesen. Wir haben jetzt dieses Jahr 25'000 allein im ersten Quartal Nettozuwanderung, also ohne das Asylwesen, hochgerechnet 100'000 ungefähr, Kanton Schaffhausen, wo neu wieder in die Schweiz kommt. Und ich glaube, von dem her gesehen, freue ich mich auf eine weitere Abstimmung, weil das Problem hat sich noch verschärft. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosenrate. Pro Monat werden 3'000 Schweizer ausgesteuert, die nicht mehr Arbeitslosenstatistiken erscheinen. Der Druck auf die Wirtschaft ist gross geworden und ich glaube, jetzt braucht es tatsächlich, braucht wie von mir nicht mehr eine neue Abstimmung, aber ich hatte jetzt auch das Gefühl, das wäre im Parlament gelangt. Aber die jetzt das initiiert haben, das kann, also ich bin überzeugt, es gibt ein Eigentor und die Abstimmung werden wir wahrscheinlich noch höher gewinnen als die erste. Da bin ich heute überzeugt, weil die Situation hat sich massiv verschärft. Es gibt absolut zwei Elemente drin, oder? Das ist das Element von denen, die über Personenfreizügigkeit in der Schweiz können wir arbeiten in der Schweiz. Und ich glaube, dort ist die Problemstellung wesentlich kleiner, auch in der Auswirkung. Mich regt es auf, und da gebe ich im Druck, den die SVP gemacht hat, recht. Mich regt es auf, dass wir mit dieser Sensibilität drin den Familiennachzug aus Drittstaaten nicht andere Regeln ins Zentrum stellt. Um dort Menschen, und das sind ja meistens in einem Verhältnis vermutlich 20 zu 80 Leute, die nicht im Arbeitsprozess sind, dass man dort nicht das Zeichen der Zeit erkannt hat. Ich war gegen die Masseneinwanderungsinitiative, aber die ist angenommen worden und dass man da in diesem Bereich könnte der Bundesrat heute bereits handeln und handelt nicht. Und das regt mich auf. Weil das tut uns den Druck auf dort, wo wir nämlich die Zuwanderung wollen und die wollte ich über Personenfreizügigkeit, das gibt mir einen grossen Druck darauf, die Regelung auf dieser Seite, wo man vielleicht auch vernünftige Lösungen sonst könnte finden könnte.